Nach dem Clubobmann der Freiheitlichen kommt der grüne Gesundheitssprecher Ralf Schallmeiner. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen. Vorneweg muss dann trotzdem kurz replizieren auf das, was eben Clubobmann Kickl da vor mir eben von sich gegeben hat. Zum einen, wenn man das, was sich derzeit abspielt oder in den letzten 15 Monaten sich weltweit abgespielt hat, als sogenannte Pandemie bezeichnet, dann weiß man eh, dass man offensichtlich in einem Paralleluniversum lebt. Ja. Und wer Gesundheit und die Auswirkungen auf andere mit schuldig oder unschuldig verquickt, ja, oder die Bedrohung des Gesundheitswesens einfach negiert, disqualifiziert sich aus meiner Sicht von selber. Um was geht es heute eigentlich? Es geht heute um in Wirklichkeit drei Novellierungen oder drei Gesetzesanträge. Das eine ist die Beschaffung von Antigentests durch das Bundesministerium Landwirtschaft und Tourismus. Um was geht es dabei? Ganz einfach, Antigentests gratis zur Verfügung stellen für die Gastro, für Kultur, für Kunst, ja, für Vereine, damit eben Menschen, die eben keinen Immunitätsnachweis haben und eben am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen, noch schnell beim Eingang eben ihren Test eben ablegen können. Es ist, glaube ich, nicht schlecht, das Ganze, im Gegenteil, das ist ein zusätzliches Angebot, das bedeutet Niederschwelligkeit und das bedeutet eben auch für jene Menschen, die nicht geimpft sind, die eben gerade in diesem Moment nicht getestet sind, eben, dass sie teilnehmen können. Eigentlich eine gute Geschichte und nach dem Prinzip so viel wie möglich ermöglichen, mit Sicherheit. So. Das zweite Thema ist die Causa Prima, ist der sogenannte grüne Pass, oder in Wirklichkeit ist es ja nichts anderes als die technische Umsetzung eines Immunitätszertifikats. Ja. Die Herausforderungen dabei? Datenschutz. Ja. Daran haben wir in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr dringlich gearbeitet, haben uns wirklich damit auseinandergesetzt. Es geht eben darum, dass eben die Lösung, wie sie heute hier eben vorliegt, offline erfolgt, dass eben kein Tracking, kein Tracing stattfinden kann, wie es uns immer vorgeworfen wird. Und natürlich der Schutz über die eigenen Daten gewährleistet wird, dass eben jede Person selber weiß, was mit ihren Daten eben konkret passiert. Die zweite Herausforderung ist die Zugänglichkeit. Nicht jede Person hat ein Smartphone, nicht jede Person will diese Technologie, was ja total in Ordnung ist. Es geht also darum, eben Zugänglichkeit zu schaffen, indem eben beispielsweise Apotheken, Ärztinnen, auch die ÖGK-Bezirksstellen eben entsprechende Immunitätsnachweise ausdrucken, Gemeindeämter und. Ja. Also ganz viele Stellen. Die einzigen, die wir nicht berücksichtigt haben, ist der AB Adnang Buchheim. Den haben wir außen vor gelassen. Aber ansonsten ist es jetzt wirklich ein sehr niederschwelliges Angebot. Die dritte Herausforderung, die es gibt, oder die dritte Dimension, wenn Sie so möchten, ist eben die EU-Dimension. Es geht darum, dass wir hier eine Lösung brauchen, die europaweit einheitlich und anerkannt ist. Auch das haben wir mit dem heute vorliegenden Abänderungsantrag eben jetzt geschaffen. Eine Lösung, die sehr, sehr leicht adaptierbar ist mit den EU-Vorgaben, mit dem EU-Grünen Pass, sodass wir eben auch europaweit eben entsprechend nicht nur Vorreiter sind, indem wir eben hier als erstes Land innerhalb der EU mit einer dementsprechenden Lösung eben kommen, sondern eben auch gleichzeitig sicherstellen, dass wir eben keine Parallelstrukturen wie von vielen befürchtet, eben aufstellen. Am Ende des Tages auch eine EU-weite Expertise eben damit eben auch ablegen können. Und ich habe es gestern zum Beispiel am Abend gesehen, ich war gestern am Abend noch unterwegs mit der Botschafterin von Taiwan. Die sind beispielsweise hochinteressiert an dem, was wir hier als Österreich leisten. Die sind aber auch hochinteressiert daran, was eben die EU leistet, weil sie eben sehen, hier geht es darum, eine Chance für den Tourismus, eine Chance für unsere Wirtschaft eben zu ermöglichen. In Summe ist das Ganze eine durchaus komplexe Materie, auch wenn es immer ganz gerne verquickt wird mit irgendwelchen Unterdrückungsfantasien des Herrn Clubobmann Kickls. Es ist halt eben alles nicht ganz so einfach, wie man sich's vorstellt, deswegen auch eine einwöchige, kurze leider Gottes, aber doch eben eine einwöchige Begutachtungszeit, wo man eben das Ganze sich nochmal anschauen hat lassen, wo man eben auch die NGOs, die Zivilgesellschaft, Expertinnen und Experten eingeladen hat. 16.000 Stellungnahmen, sehr, sehr viele von denen waren wortgleich, aber auch dafür danke, ja, eben für diese Beteiligung. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Ansätze mitnehmen können, insbesondere von den NGOs, wie beispielsweise Und auch danke ganz besonders an die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, nämlich der konstruktiven Opposition. Es gibt sie auch, die Kolleginnen und Kollegen der konstruktiven Opposition. Es gibt die NEOS, es gibt die SPÖ, die durchaus bereit sind, aktiv mit uns eben zusammenzuarbeiten, die eben gerne schauen wollen, dass wir Lösungen für dieses Land bringen. Nicht so wie die FPÖ,
der es nur um Destruktivismus geht und nur eben um den eigenen Machtkampf, den eben der Herr Kickl mit dem Herrn Hofer momentan führt und wo es um eigentlich nichts anderes mehr geht, wer sozusagen den anderen jetzt eben überflügelt. Ne? Das haben wir in den letzten 16 Monaten so gesehen. Heute gehen wir wieder einen Schritt weiter. Heute geht es wieder um einen Schritt mehr hinaus, eben aus der Pandemiebekämpfung in die Normalität. Es geht darum, eben gleiche Chancen zu schaffen für alle in diesem Land. Und ich denke mal, eine breite Zustimmung scheint heute hier sicher zu sein. Dafür möchte ich mich bedanken. Und zu guter Letzt noch, sozusagen um der ganzen Sache eben auch noch dienlich zu sein, bringe ich eben auch jetzt hier noch den Abänderungsantrag ein, den gesamtändernden Abänderungsantrag, den ich auch gerade in meiner Rede eben kurz umrissen habe. Der ist auch in der Zwischenzeit ja auch an die Fraktionen ergangen, beziehungsweise ist auch hier im Haus verteilt worden. Und ich bitte ja, um größtmögliche Zustimmung. In diesem Sinn, Dankeschön.